Das Thema der Immobilienfinanzierung, die Auswahl des richtigen Bankpartners, die Wahl der richtigen Zinsbindung sind momentan Fragen, die wir mit vielen Kunden diskutieren. Dementsprechend habe ich Ihnen einen kurzen Leitfaden zusammengestellt, anhand derer Sie klar festmachen können, welche Art der Zinsbindung für Sie passend ist. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie dementsprechend sehr herzlich zu diesem kurzen Webinar begrüßen. Der Kunde hat das Angebot der Bank vorliegen. Er möchte eine Immobilie kaufen, diese dient der Eigennutzung, also dementsprechend keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen. Und die Bank bietet nun ein Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu einem Zins von 1,45% oder mit einer Zinsbindung von 15 Jahren zu einem Zins von 1,75%. Und die Frage, die wir nun diskutieren, macht es Sinn, die 10-jährige Zinsbindung zu wählen, die 0,3% günstiger ist, oder sollen die Zinsen für volle 15 Jahre gesichert werden und dann eben den Aufschlag von 0,3% hier aus Sicht des Kunden in Kauf zu nehmen? Ich habe Ihnen das entsprechend hier mal kurz aufbereitet und Sie können sehen auf der linken Seite die Variante 1, also dass die 10-jährige, sorry, die 15-jährige Kondition, Sie sehen es, 1,75%. Wir unterstellen eine Tilgung von 2%. Das führt bei 100.000 Euro Darlehenssumme zu dieser monatlichen Rate. Und interessanterweise sehen wir eben hier, dass die Restschuld nach 10 Jahren 78.000 Euro beträgt. Auf der anderen Seite sehen wir das 10-jährige Darlehen. Also hier, dadurch, dass der Zinssatz geringer ist, haben wir eine etwas höhere Tilgung. Das heißt, bei gleicher monatlicher Belastung, diese ist in beiden Varianten bei 312 Euro, ist also die Restschuld rund 2.900 Euro niedriger nach 10 Jahren. Und die Kernfrage, die wir uns nun stellen müssen, ist, auf wie viel kann denn der Zins nach den 10 Jahren steigen? Für die nächsten 5 Jahre, um in der Kombination aus einem 10-jährigen Darlehen heute plus einem 5-jährigen Darlehen, was eben in 10 Jahren abgeschlossen ist, nicht teurer zu sein, als heute direkt die längere Zinsbindung von 15 Jahren direkt zu vereinbaren. Und Sie sehen, wir haben Ihnen das hier entsprechend mathematisch ausgewiesen und dargestellt. Sofern das Darlehen in 10 Jahren für die 5-jährige Zinsbindung nicht teurer als 2,6% ist, macht es eben hier Sinn, entsprechende Variante 2 zu wählen, also sprich die kürzere Zinsbindung von 10 Jahren zu wählen. Geht man davon aus, dass die Zinsen in 10 Jahren für 5 Jahre höher als 2,6% liegen, sollte man entsprechend das andere Darlehen wählen, also heute den Aufschlag von 0,3% bezahlen für die nächsten 15 Jahre, um sich die längere Zinssicherheit hier entsprechend zu gewährleisten. Ob diese Zinsen von 2,6% für 5-jährige Darlehen heute realistisch oder unrealistisch sind, das ist sehr schwer einzuordnen. Ich habe Ihnen mal die Zinsstrukturkurven für verschiedene Laufzeiten mitgebracht und Sie können das hier in Rot sehen, dass die, in Blau die aktuelle Zinsstrukturkurve mit den Daten gestern. Und Sie sehen schon, heute sind 10-jährige Darlehen sehr günstig. Wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen. Aber vor noch 5 Jahren haben wir gesehen, dass die Zinsen weitaus höher waren. Also sprich, die Zinsen haben doch ein ordentliches Bewegungsspektrum. Langfristige Zinsprognosen kann man zwar treffen. Die Historie zeigt allerdings, dass sie mit sehr großen Fehlern behaftet sind. Und dementsprechend sollten wir uns neben diesen Zinsprognosen auf die persönlichen Aspekte konzentrieren. Wie ist die Liquiditätsplanung? Wie ist die finanzielle Risikobereitschaft? Und besonders letztere kann man auch messen anhand eines Fragebogens. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Anhand von 25 Fragen wird das hier entsprechend erfasst. Und Sie sehen eben auch den Punkt, wie möchten Sie bei Darlehen am liebsten agieren zwischen festen Zinsen und variablen Zinsen und viele andere Aspekte, die abgefragt werden. Und diesen Fragebogen, den können Sie online durchführen, das Ganze kostenfrei. Sie senden uns hierzu eine E-Mail mit dem Begriff Risikobereitschaft an die info@ypos-fp.de und dann können Sie das entsprechend für sich mal durchspielen. Das ist nicht nur interessant für Fragen der Finanzierungskonstruktion, sondern natürlich auch für Fragen der Geldanlage. Was haben wir noch bei Finanzierung berücksichtigt? Zu berücksichtigen, wir haben viele Aspekte. Wir haben hier diese mal beispielhaft aufgelistet. Die Fragen natürlich heute im Umfeld der Niedrigzinsphase, der sehr stark gestiegenen Immobilienpreise. Wie viel Immobilie kann bzw. will ich mir leisten? Wie viel Eigenkapital möchte ich einsetzen? Da macht es auch einen Unterschied, ob Sie Unternehmer oder Angestellter sind in der Risikobetrachtung. Welche Faktoren sind bei der Finanzierung wichtig? Also neben der Zinsbindung, wie sollen Sondertilgungsmöglichkeiten sein? Wie soll die Flexibilität bei der Anpassung der regelmäßigen Tilgung sein? Wie soll die Kombination sein von Bank, Bausparkassen, Versicherungsdarlehen? Wie bekomme ich dann Marktüberblick? Wir bieten hier rund 450 Finanzierungspartner.
Und natürlich auch, wie sind die Auswirkungen auf Finanzplanung, weil zum Beispiel auch Kinder geplant sind, oder auf die Familienabsicherung, was passiert, wenn der Verdiener ausfällt, wie sieht eigentlich die Nachfolgeplanung aus, wenn einer der beiden Ehepartner versterben sollte, wie kann das Ganze dann finanziell gestemmt werden, sind hier entsprechende Risikolebensversicherungen vorhanden und. Also vielfältige Fragen, die sich stellen. Wir sind hier gerne Ihr Ansprechpartner, um die verschiedenen Bereiche zu vernetzen, das auch bei entsprechenden Themen mit Rechts- und Steuerberatern zu koordinieren. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Sommertag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.